Hallo und herzlich willkommen bei TTT mit den Nobodies. Wir sind. Da hat einer eine Waffe im Bauch. Und zwar mit Ben. Hallo. Berli. Ui. Timmy Sounds. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Und mit der lieben Ninilein. Juhu. Das erste Mal. Das ist auch für den Mann. Wir haben ein paar Mod-Sachen und sowas auch noch natürlich drauf, also ein paar zusätzliche Workshop-Sachen gefunden, wie zum Beispiel auch Lichtschwert und allem drum und dran. Da hat der liebe Ben uns geholfen mit. Hallo, ich bin Ben! Ja. Ja. Und zwar sind wir zu... Oh, hör mal, es... Oh, oh, sch... Oh, 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 oh. Ja, ja, komm, snack dir die Kugel, ne? Snack sie dir. Ich glaube, aber der will eher einen Donut. Der ist es nicht da, wo er, ist es nicht die eine Folge, wo er einen an den Arsch fest, weil die irgend so einen Lutsch, einen Lutscher dran hat? Ich glaube, das ist die Folge, wo er hier die das Hausmädchen oder so, wo die mit ihm gehen wollte und der hat die abgewiesen. Nee, diese Prominente und da hat er doch den Lutscher vom Arsch gegriffen. Oh Gott, das ist jetzt eine gute Frage. Ah, mein Gott! Au, was passiert mit mir? Ich blinke. Ja, ich leuchte. Oh mein Gott! Und du bist grün? Das ist. Du hast Schaden bekommen. Und willkommen zurück zu Tower United Virus. Oh mein Gott! Oder Homer frisst mich gerade. Moment mal. Sorry, ich wollte nur die Waffe wechseln. Halleluja! Mein Gott! Ich hab Angst. Es tut so weh. Es zuckt richtig. Mein Gott! Was der Herr? Wer hat hier eine Holy geworfen? Ich geh in den Dingsbums rein, ja. Hallo. Wer hat die Holy geworfen? Nur so als Tipp. Wenn hier so unidentifizierte Leichen rumliegen, dann immer mit E anklicken, damit alle anderen wissen, wer tot ist und warum. Okay. Jetzt ist sie identifiziert. Jetzt siehst du das auf Tab, wenn du Tab drückst. Confirmed Death. Confirmed Dead, Junge. Also die ist fix tot. Oh, okay. Das sieht man ja an, ne? Das sieht man ja an. Ja, so schaut das aus. Ich setz Junge hier an die Bank, okay? Oh, machst du bequem. Ja, nicht schlafen. Na, hinsetz. Ich bin ganz oben, Bay, und guck dir dabei zu. Jetzt setz dich nochmal aufrecht hin, das ist ungesund für den Rücken. Ich mit dem Boot, mit dem Boot, mit dem Boot. Ach komm, Jonas, interessier dich nicht so. Ich bin der Bootsfahrer. Ja, dann geschlafen. Wie kann man denn den Aufzug hoch? Wenn du den Schalter daneben betätigst. Okay, nee, Levi. Wir können über alles reden. Können die echt, oder? Oh Mann, wann kriege ich diesen Mann überhaupt nicht hin jetzt? Sie hat das Baby runtergeworfen. Braucht keiner mehr. Kann nicht sein. Schieß es, Trainer. Süßes. Nee. Jetzt müssen wir uns mal kurz unterhalten, okay? Nö. Na, auf jeden Fall. Das ist Kindesmisshandlung, das toleriere ich nicht. Ich meine, auch wenn es eine Puppe war, aber... Babyporn und so, hä? Babyporn, Babyporn! Okay. Ich suche jetzt das Baby, mir ist es wurscht. Hallo, Timis. Hallo. Ich bin ein bisschen müde. Was geht ab? Hey, hier ist Mucke! Mucke! Ich bin Mucke! Ich vergifte ihn mal, okay? Ich kann ihn schießen. Wer schießt? Ben, schieß! Ich hab doch gesagt, ich vergiff dich mal. Timmy ist tot. Das heißt Nini und du seid noch am Leben? Ja, ich arbeite mit Nini zusammen. Nini? Cool. Kein Wunder, dass du das Kind ermordet hast, ne? Kind wurde gerecht. Die Schonzerzen. Hier, Disco Bombulator, Alter.
Pass auf, was jetzt passiert. Hallo Berli. Hast du dich nicht gewundert, wovon du Schaden bekommst, Timis? Doch schon, aber es hätte alles sein können, ich erst dazu geschossen hast. Wusste ich es halt hundertprozentig. Ach so, auch einfach. Ich dachte, du eröffnest jeden Moment das Feuer und hab hier Deckung gesucht, aber wusste nicht, wo ich lang soll. Hallo, oh, wir starten alle hier, es ist nicht toll, ich komme da raus, ich bin gerade, ne? Ich bin deine Mama. Komm her, mein Sohn. Ich hab den Tisch schon geklappt. Oi, Jona, du hast einen wunderschönen Flug hingelegt. Ja, und danke, dass du das hingelegt hast. Ich hab den Stuhl ins Feuer geworfen. Geil. Hey, wer hat hier die Tür kaputt gemacht? Was für eine Tür? Die Tür hier. Kann man kaputt machen? Mal diesen Schalter aktivieren. Ja, irgendwie ist die Tür kaputt. Ich vertraue dir ganz sicher, Timmy. Hey, ja, guck wer doch. Ruft mich denn wieder hoch? Rausgehen. Guck, die Tür ist kaputt. Hallo, ich bin da. Ja, darf ich dann? Timmy. Ja, jetzt darfst du. Timmy, du kannst mich jederzeit töten. Okay. Ich schieß dich ab! Jona oder Nini haben sich gerade gegenseitig gemacht, falls ihr das nicht mitbekommen habt. Okay. Ich hab nur im Hintergrund gehört, oh shit, als wenn jemand getötet worden wäre. Das hab ich aber auch gehört. Konnte aber auch eine Figur gewesen sein. Nee, das sagt man nur, wenn jemand stirbt. Okay. So, oh, oder oh shit. Oh, Fahrstuhl. Ah, lol, wie die Waffe fliegt. Wollen wir Fahrstuhl? Ich bin schon runtergefahren. Okay. Das ist ein bisschen verdächtig, dass du mit einer Diegel rum hast. Ich hab keine Diegel. Gut. Hast du dich erst weiter geoutet? Weil genau so sieht eine Diegel aus. Trottel bei der Schicha, schau dir mal ein bisschen besser an. Ist es Timmy? Da ist Jona Traitor. Der hat die ganze Zeit nichts gesagt bis jetzt. Was? Ja, zu der Thematik Nini und Jona hast du nichts zu sagen gehabt, ne? Nein, natürlich nicht. Sie ist ja nicht durch meine Hand gestorben. Berli, lebst du noch? Ja. Okay. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ich hätte gerade den kürzeren gezogen. Zu Sniper geschrott haben. Timmy ist definitiv tot. Berli und Nini sagen die ganze Zeit nichts. Also sind beide Killer und Side, wenn keiner was sagt. Ich hab Angst. Oh. Hä? Wie ist denn jetzt eine Waffe aus dem Nichts erschienen? Jetzt bin ich verwirrt. Jona, welche Farbe hat dein Fadenkreuz? Das hast du mich schon mal gefragt, kann das sein? Damals? Nein. Nee, das war glaube ich Freya, nee. Genau, der wollte das auch mit mir machen. Aber nur so, eigentlich halte ich wenig von Traitor-Test, ne? Toller Traitor-Test, meins ist nicht rot. Omega. Cool. Bam, bam, bada, bum, bam, badum, bum. Ha, aber du läufst rum und du campst nicht, das spricht echt dafür, dass du nicht Traitor bist, ne? Okay, das ist falsch angekommen. Ja, runterfallen sollte man von da oben nicht. Sollte nee, man das ist merken. Schon ungesund. Ja, das ist echt ungesund, das ist auf jeden Fall. Und nochmal von vorne runterfallen. Ist die Freiheit ohne Grenzen muss sein. Ja. Das war es mir wert. Ich habe auch Schallfaden bekommen. Oh, hier ist sogar ein Kamin hinten im Haus. Außerhalb des komischen Dings. Das ist echt ein Leuchtturm? Dingsi Bumsi. Hallo. Das ist doch kein Leuchtturm, oder? Doch. Echt? Das sieht aber echt hässlich aus. Doch, sieht eher so wie eine Raketenstartposition an der Seite da aus. Du meinst Raketenstartrampe? Ja, hier, oder? Da, so eine Startrampe, genau. Ey, guck doch nicht hoch. Ich will mich doch nur reinraten. Nein. Natürlich. Aha.
Fahren wir wieder hoch, bitte. Idioten! Ja, Juno, du bist weiter, ne? Da hat sich einer von Lift erschlagen lassen. Echt? Juno, ich häng da drin fest jetzt. Alter, ich kann mich nicht mehr bewegen. Guck mal. Ich konnte nichts mehr machen, ich hing da fest. Wir waren eben, also zumindest ich. Ich war im Lift und die ballt mich dann, mit dem Thomas ab da. Ich wurde nicht erschlagen. Einer von euch. Ach so, weil der Totenkopf auch bei der Leiche war. Deswegen dachte ich, du wärst vom Lift erschlagen worden. Und ich hab ab und zu einen Tisch da benutzt. Der Tisch hab ich ab und zu benutzt. Guck, wenn ich deine Leiche identifiziere, Berli, dann steht da so ein Totenkopf. Dann kriegst du, wenn du durch Welt ausgeschaltet wirst. Deswegen dachte ich, du wärst erschlagen worden. Ja, ich wurde ja auch durch Welt ausgeschaltet, aber ich hab nur noch den Thomas gehört und dann war ich weg. Aber ich war im Fahrstuhl. Au, 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 schon Schaden gekriegt. Und Juna, hast du irgendwas vorbereitet gehabt oder so? Ich hatte den Bumerang, ich wollte den die ganze Zeit aktivieren, sobald du mit dem Fahrstuhl runterkommst oder hochfährst, aber du bist ja, bist ja nicht wiedergekommen. Ja, solange ich die anderen beiden, solange ich keine Spur von den anderen habe, will ich dir nicht vertrauen, ne? Ich fahr nach unten. Ab und zu habe ich den einen Tisch von da oben benutzt. Hey, lass mich doch einmal runterfahren, meine Güte! Ey, einmal! Hier fahr ich kein Profi! Ey, hör auf, mich zu schlagen! Oh. Ja, das war Notwehr, sie hat einfach auf mich eingeprügelt. Pff, gute Runde, Juna, gute Runde. Und wie hat den Thomas gekauft? Können ja eigentlich was anderes! Was? Alles gut, ich rede mich nur künstlich auf. Ich hab den Thomas aber wieder gehört. Ja, ich hab den gerade weggeballert, weil ich den nicht mehr sehen konnte. Achso, danke. Das geht mir auch schon auf die Nerven. Das ist bei dem Pietz beispielsweise, haben sie eine Zeit lang total mit den Homing-Pigeons übertrieben, das ist überhaupt nicht mehr lustig war. Also diese zielsuchende Taube. War das nicht diese Schauf? Nee, das Schaf, das setzt wenigstens ein bisschen Skill voraus. Die Roaming Pigeon, die sucht sich einfach ihr Ziel. Was tust du dann, Nini? Ich versuche noch andere Waffen zu benutzen, weil ich verstehe das noch nicht, warum er nicht alles aufhebt, wenn ich eine Waffe wegschmeiß. Du kannst jeweils immer nur eine Hauptwaffe und eine Sekundärwaffe, eine Pistole tragen. Und als Traitor hast du zwei Slots. Nini klang gerade so, als würde sie sterben. Tim ist mal in der Nähe. Okay. Ja, ich bin ja proven, ich hab... Ich war aber ganz weit weg. Aber du hast doch gerade eben noch gesagt, was meinst du da, Nini? Ja, und dann bin ich wieder weggelaufen, hat sie gesagt, dass sie holt sich Waffen. Schrei einfach einen Namen und gib den noch so gut mit, wie es geht. Es geht. Oh. Frage ist nur, wo ist jetzt Nini? Ah, oh, hier ist eine Fernbedienung. Schon wieder an Thomas. Berli? Nini? Hallo! Die Toten sprechen mit mir. Aha. Oh, ist aber ins Feuer gelaufen. Jag mich doch.
keinen Bock drauf. Scheiß Camper. Ist ja. Ganz so ist ganz so stinke, weißt du? No. Ah, Jona! War wurscht. Barely. Was ist los, Sie müssen? Nichts. Kein Bock? Hm? Na, wir gucken mal nur die Map-Bomben, weißt du? Okay. So speisig. Finde ich sehr schön. Akzeptabel. Ist so schön, weißt du? Ach. Ja. Vor allem der Leuchtung, wenn du in die Birne guckst. Geronimo! So. Dachte, da stirbt man. Anker richten. Wo bist denn du überhaupt, ey? Ich hab Spaß. Ich hab mir schon die ganze Map angeschaut und du bist nirgendwo zu sein. Ich hab mich die ganze Zeit im selben Gebiet ungefähr auf, dann guckst du nicht rein. Ich dachte, du kämpfst nicht. Ich sagte, ich hab mich ungefähr im selben Gebiet auf, ich lauf durchaus rum, nee. Trottelbrasche, schau dir mal ein bisschen besser an. Hehe! Was hast denn du? Was? Hä? Ich hab die überall gesucht! Ich hab die nicht gefunden! Der ist über dir! Ja, keine Ahnung! Also Ben, der ist der Typ, der Tim ist der Willi, der ist über dir. Hat er, wo ich vorher die Flammengranate hochgeworfen habe, weil ich das Bein einer Leiche sah, hat er da die ganze Zeit oben am Leuchtturm gewartet? Ja. Da war, bin ich oben gestanden, ich hab die ganze Zeit gewartet. Weil ich hab im Bärlich hab ich aufgekommen sehen. Da hat er mich mit dem Thomas umgebracht. Da hab ich einen Thomas so. Ich dachte, das bist du, Ben. Nee, ich dachte mir schon. Dann hätte ich halt den besseren schon mal weggemacht. Ich dachte mir, dass du da oben wartest, weil man sah die Leiche sehr offensichtlich. Du hättest gewartet, dass ich die identifiziere und dann... Ich hab einen Stuhl ins Feuer geworfen. Sehr gut. Das war meine Leiche, ich konnte die nicht... Jona, und mit dir wäre ich einfach ganz ohne Probleme mit den... Ah, oh, jetzt ist es schön kuschelig, mach mal die Tür zu, Edith! Warum hast du auf mich angeprügelt? Wer? Ich hatte die Lust dazu. Ich wollte mir ein Star Wars Feeling reinbringen. Warum lachst du? Wegen dem Bär? Auch! Aber ich sehe nicht, welche Waffen ich habe, weil die Windows-Einblendung drüber ist. Herauszufinden, welche sekundär ist und welche primär. Das sekundär ist meistens Pistole und primär sind Hauptwaffen wie Gewehre, Shotgun. Am besten sieht es immer noch aus, als wenn ihr die Waffen im Bauch habt. Mal ganz ehrlich. Oh, Tim der Timmy hat wieder eine Feder. Oh, ist die süß. Oh Gott. Darf ich die streicheln? Ja. Hallo. Ja, hallo.
Da kommt doch gleich wieder ein Thomas oder eine Holly oder. Ist er schon mal weg? Ich hab keinen Bock auf den Thomas gerade. Ja, ihr seid auf dem Fleck. Ich versuche irgendwo hinzugehen. Es gibt übrigens mehr als zwei Gegenstände im Trader Shop, ne? Es gibt auch diese Trader. Hallo. Weiß ich nicht. Umgebung halt, keine Ahnung, wie man das nennt. Oh, schon wieder selber runtergefallen. Oh, ach, das gibt's doch nicht. Ich geh keine Leiter mehr hoch. Nini ist gerade gestorben. Da oben ist was explodiert. Ja. Ja, ich hab's gesehen. Du warst es nicht, Berli? Nein, ich bin gerade so hochgekommen, da sehe ich die Leiter da so fliegen. Dann war es ziemlich da gerade hochgeguckt. Ich hab nur hochgeguckt, aber ich hab da nichts gemacht. Du konntest als einziges Licht auf sie gehabt haben. Juna ist die einzige, die schon Schaden hat. Die ist, glaube ich, bei der Aktion. Ist bestimmt, ja, du bist bestimmt bei dieser Aktion da oben runtergefallen. Die ist schon eher runtergefallen, bevor das passiert ist. Das ich mir Mann, oh Mann, du hast aber kein Zeitgefühl, Junge, ehrlich. Das ist furchtbar mit dir. Eigentlich für Wochen. Also, ich habe Timis unter Verdacht, weil er kann als einziger Sicht auf Nini gehabt haben. Außer Berli lügt uns an. Ich stand da hier hinten. Hier stand die und ich habe sie von der Plattform da oben wegfliegen sehen. Und ich bin oben. Ich habe doch gesehen, dass du hier im Torbogen drin standest und nach oben geguckt hast. Hier stand ich und hab nach oben geguckt. Ah, du hast nach oben geguckt. Das heißt aber nicht, dass du nicht auch... Ich bin halt nur von hier drüben gekommen und dann bin und auf einmal fliegt sie da so runter. Warum identifiziert... Juna ist es. Moment, lass mich identifizieren. Und ist da runterzufallen. Hoppala. Ich komm runter, bitte nicht töten. Was? Oh, es geht ja ganz so unten. Oh. Ne, Ingame Voice. Muss es mal von Shift wegmachen, das nervt mich so extrem. Also Nini ist tot, die war Trader. Kann nur noch ein Trader sein. Ist das der Ben tot oder was? Ben ist auch tot, der war innocent. Okay. Komm ich denn hier wieder raus? Wer hat denn von euch ein rotes Fadenkreuz? Du? Der da fragt. Ich bin jetzt da unten, wo die Schachtel ist. Ich glaube, dass Juna ist. Die war immer so in der Nähe, wenn jemand in die Luft geflogen ist. Genau. Ja. Du ja gar nicht, ne? Nee. Und du hast vorhin erzählt, ja, als sie dann starb, habe ich nach oben geguckt. Ich stand da hinten. Hat es freie Bahn. Ja, genau. Ja, was soll ich denn da hochwerfen? Was soll ich denn da hochwerfen? Es gibt genug Sachen. Nö. Oder? Bin ich zu blöd, um rauszukommen? Mhm. Danke. Die Toten reden mit mir. Wahnsinnig hier. Oh. Butterspiegel. Die Geister reden mit mir. Gar nicht gut, gar nicht gut. Ah, endlich oben. Hallo. Gar nicht gut. Es ist ja niemand, oder was? Oh. Das ist einer Camp, der campt. Ganz ruhig, Leute. Ich hab nur ein Baby gebracht, ich geh wieder. Ja, ha, ha. Hey, guck mal, der Stuhl bewegt sich. Geil. Stehst du auf dem Stuhl? Sonst mache ich es. Du bist halb in der Wand gewesen, war das nicht so? Nee. Kann ich den Stuhl jetzt eigentlich aufheben? Keine Ahnung, versuch's. Wie geil. Hab ein Baby. Mag mir das Baby sehen? Ja. Da ist das Baby. Das eine eskaliert extrem.
Hallo Themis, hier ist ein Baby. Hallo. Ich kämpfe jetzt auch hier, ne? Und? Was war das? Was war was? Yes! Das gibt's doch nicht, ey! Ach, keiner, dass nicht die Babys explodieren können! Ja, und damit hast du dich oben selber weggesprengt, dann habe ich ganz gut gemacht. Was macht man denn eigentlich mit diesen Viechern da? Als Schild aktivieren und dann explodieren die Viecher. Ja, ich habe vorhin ein Baby runtergeworfen und dann habe ich. Ja, aber wie aktiviert man die aus Trader? Na, mit E. Da kommt immer so ein Händchen. Ach so. Da habe ich drauf geklickt. Was zum Teufel ist mit mir passiert? Ich wollte gerade dafür ankacken, dass die Leiche hier die ganze Zeit rumliegt und identifiziert wird und dann passt. Da oben waren noch Babys und da habe ich eins runtergeworfen und ich wollte, dass genau einer darauf hingeht. Und dann habe ich es aktiviert. Ich habe eins runtergeworfen. Ach so, diese Traitor-Falle, das Baby, ne? Ja, diese Baby. Und deswegen hat sie sich weg selber. Ich habe das überhaupt nicht mitgeschnitten, dass du Traitor hättest sein können. Ich dachte, Juna ist es wieder so wie die. Genau. Ich bin ja auch immer, ne? Hallo. Ja, du bist sehr verdächtig immer. Ich hab dich wirklich für den Traitor gehalten. Wer hat denn das Baby immer so wegschubsen wollen? Aha. Ist ja noch bessere Waffe. Deswegen, gib mir doch mal. Ich hab nur was gesehen und dachte mir, oh, drück ich mal drauf. Okay. Ja, hätte ich mal nicht gemacht. Dann haben wir hier irgendwo noch eine Pistole oder so. War verführerisch, wie so ein roter Knopf. Boah, ich hab ne Glock 17. Yeah. Toll gemacht. Ich hab was gehört. Ich hab was gehört. Was willst du denn gehört haben? Es war irgendein Bummgeräusch. Das war irgendwo in meiner Nähe. Okay. Okay, hier ist jemand tot. Oh. Bär, ich wäre tot. Ist gegangen. Berli ist von uns gegangen. Das ist Berli. Oh. Schausfax. Wow, Timmy. Was geht? Oh cool, hier ist ja noch eine Leiter. Wieder was zum Runterfallen. Yay! Timmy? Ich höre ständig in deiner Nähe Explosionen. Ich stehe nur hier! Oh ja, lass uns hier ein Match geben hier, komm her. Ja, gut. Wujum! Ah! Ich hab nur einen Diegel rausgeholt. Berli, ich dachte, das Ding geht sofort tot, ich hab nicht mit den Rückschluss gekriegt. Wie du das hinter Nini gelegt hast. Kessel, oh yeah, das sehen wir. Und das seht ihr dann in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao, ich kratze mich gerade an der Wange.